Wollte man nun allen Personengruppen, die ein Interesse an der Nutzung von Parks Sonderrechten anmelden, und da haben wir einige, die immer wieder auf uns zukommen, zudem die Benutzung von speziell für sie reservierten Parkraum zubilligen, würde sich der Kreis der Berechtigten um Vielfaches erhöhen. Die Konsequenz wäre, dass das Parkraumangebot zulasten derjenigen, die am dringendsten auf diese Erleichterung angewiesen sind, verringert würde. Das ist eine interessante Interpretation. Wir stellen diese Frage natürlich nicht ohne Grund. Sie wissen, dass ein Gerichtsurteil gesagt hat, solche Frauenparkplätze sind grundsätzlich möglich. Allein es braucht eine gesetzliche Grundlage. Und da kommt dann die Bundesregierung ins Spiel, diese eben zu schaffen. Das fördern wir durchaus, wenn Frauenparkplätze eingerichtet werden. Wie Sie ja richtig sagen, auf privaten Flächen, in Einkaufszentren, in Parkhäusern gehört es mittlerweile dazu. Und das ist natürlich aus Sicherheitsgründen auch absolut erforderlich. Dann muss ich noch mal nachfragen. Das heißt, im Einkaufszentrum, da sieht die Bundesregierung die Notwendigkeit und findet, dass die Privaten das auch alles richtig machen, weil das ja private Räume sind. Aber für den öffentlichen Raum, wo wir eine gesetzliche Grundlage dafür brauchen, dass Kommunen eben solche Frauenparkplätze ausweisen können, da sagen Sie, im öffentlichen Raum, da sind wir zwar zuständig, da finden wir es aber nicht gut. Und also es gibt sehr viele Vorschläge, wo man auch immer sagen muss, das hat natürlich seine Berechtigung, dass so ein Vorschlag gemacht wird, weil es im Interesse einer Gruppe ist, die Gründe dafür hat, dass sie gern diese Bevorrechtung hätte. Aber wir müssen halt sehen, dass der Parkraum nun mal begrenzt ist. Und wenn wir solche Ausnahmen zusätzlich zulassen würden im öffentlichen Parkraum, würde es eben in Konkurrenz treten, insbesondere mit den Parkplätzen, die für Menschen mit Behinderung eingerichtet wurden.